Gut, nochmals herzlich willkommen. Wir steigen gleich ein. Ich darf die Gäste, vor allem von Mirko Slomka, um das erste Statement zum Spiel bitten. Ja, schönen guten Tag. Ich glaube, dass wir heute einen sehr guten Start in dieses Spiel hatten. Wir haben das Spiel recht gut kontrolliert aus unserer Sicht. Wir haben taktisch viele gute Sachen gemacht in dieser Partie. Aber wie es immer so ist, haben wir in der Offensive leider heute nicht diesen unbedingten Biss gehabt, dann auch in Führung zu gehen. Das hat uns irgendwie gefehlt. Wir haben gute Chancen gehabt, zwei sehr gute Chancen vor dem 0:1 schon. Und das habe ich dann auch in der Halbzeitpause auch bemängelt, dass uns diese Explosivität vor dem Tor, diese Verbissenheit fehlt, um das Tor unbedingt machen zu müssen und machen zu wollen. Und dann gehen wir in Rückstand, sicherlich aus einem Fehler von uns, klar und gut herausgespielt, und kassieren auch gleich danach noch das 0:2, sicherlich auch aus Abseitsposition, aber das ist dann halt so, dann laufen die Dinge in die falsche Richtung. Und klar haben wir uns viel vorgenommen für die zweite Halbzeit, nochmal umgestellt, offensiver nochmal eingewechselt auch. Und trotzdem kam das Tor natürlich viel zu spät, um diese Partie hier noch drehen zu können. Das haben die Freiburger noch gut gemacht, finde ich, in der zweiten Halbzeit. Das Ergebnis sehr gut verwaltet, sehr clever gespielt, auch oftmals gut hinten raus kombiniert. Auch dann keine klaren Möglichkeiten mehr gehabt vielleicht, aber dann aufgrund der zweiten Halbzeit sicherlich auch eine bessere Spielkontrolle gehabt. Was es schwer war für uns, dann auch die entscheidenden Chancen zu erarbeiten. Unterm Strich zu wenig von unserer Seite für den ersten Auswärtspunkt, kann der Mannschaft nach wie vor nicht vorwerfen, dass sie keinen Charakter zeigt oder dass sie nicht will und nicht unbedingt dann auch den ersten Auswärtspunkt holen will. Aber wir haben halt vorne momentan auswärts nicht so viel Präsenz, wie ich mir das wünschen würde. Vielen Dank. Dann darf ich Christian Streich bitten, zu schildern, wie er das Spiel gesehen hat. Ja, war sicherlich so, dass man schon gemerkt hat, dass wir natürlich nicht frei sind am Anfang, das war klar. Mirko hat es geschildert. Es war heute, was der Unterschied war heute, einfach, wir machen mit der ersten Möglichkeit, die wirklich gut rausgespielt war, aus der Balleroberung vom Chelsea Fernandes, der dann der ideale Ball spielt, das Tor, und habe dann das Glück, dass wir abgefälschte Ball zum 2:0 machen können. Das waren die letzten 5 Pflichtspiele nicht so, da waren wir immer in Rückstand. Und dann zweite Halbzeit finde ich auch, dass wir es ordentlich wirklich gemacht haben gegen den Ball. Wir hatten nicht die ganz klare Chance, aber wir hatten erfreuliche Dinge mit Václav Pilař, der lange durchgehalten hat. Und natürlich ist dann wieder so, du musst den Pavel Grimasch auswechseln in der Halbzeit als kopfballstarker Spieler, weil er umgeknickt ist. Und dann musste Julian reinnehmen, der 6,5 Wochen verletzt war. Und dann hatte ja Hannover auch noch Torchance da, wo wir dann zu offensiv stehen. Und Johnny war 6,5 Wochen weg und hat auch gespielt, hat durchgehalten. Heute waren wir einfach die Glücklichere, aber wir haben auch so viele Niederschläge weggesteckt, die Mannschaft und wir alle, und sind immer wieder aufgestanden. Und jetzt haben wir einfach mal ein bisschen mehr Glück gehabt als der Gegner und haben wieder gekämpft, wie immer. Am meisten freut es mich für die Zuschauer, weil wo gibt es ein Publikum, der dann so viele Niederlage und verzeiht und immer wieder so kommt und die Mannschaft so anfeuert. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland noch in dieser Form gibt, ohne zu übertreiben. Das ist schon außergewöhnlich. Ich bin nicht ein einziges Mal in den letzten Monaten vor irgendjemandem in der Stadt. Ich bin zwar kaum in der Stadt, weil ich die ganze Zeit hier oben war zum Arbeiten, aber wenn ich mal irgendwo mit dem Fahrrad unterwegs war. Nein, das muss man sagen, bin ich von keinem einzigen Menschen in dieser Stadt blöd oder unqualifiziert angesprochen worden. Von keinem einzigen Menschen in den ganzen Monaten. Wo gibt es sowas? Das muss ich sagen, das ist außergewöhnlich. Und da möchte ich mich herzlich bedanken dafür. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Der Kollege war zuerst, dann Thomas Wiele. Wo war er? Erst der Kollege in Dunkelblau. Slomka, die Verantwortlichen von Hannover haben unter der ganzen Woche gesagt, dass sie Vertrauen in Sie haben. Hat sich das, oder glauben Sie oder befürchten Sie, dass sich das nach diesem Spiel geändert hat? Und mit was für einem Gefühl gehen Sie jetzt in die Winterpause? Also ich glaube nicht, dass sich das geändert hat nach dieser Partie. Weil ich glaube, man kann das Spiel auch ganz gut lesen und kann da in diesem Spiel auch vieles in der Mannschaft entdecken, was sehr positiv ist. Trotzdem sind wir alle unzufrieden, das ist klar.
null Punkte bei allen Auswärtspartien zu haben auf dem Konto, das ist natürlich für unsere Ansprüche, die wir formuliert haben, ein bisschen zu wenig, das ist völlig klar. Auch zu Hause haben wir Punkte liegen lassen, auch in kuriosen Spielen wie beispielsweise gegen Hoffenheim, aber wir können auch nicht jedes Heimspiel gewinnen, deswegen ist die Punktausbeute für uns nicht ausreichend. Und trotzdem werden wir jetzt die Hinrunde genauestens analysieren, dann die Mannschaft in den Urlaub verabschieden und hoffentlich mit einem guten Gefühl zurückerwarten und dann angreifen. Thomas Miele. Herr Streich, Sie haben jetzt ganz vergessen, was über Ihre Erleichterung zu sagen. Wie groß ist sie denn? Wenn man gewonnen hat, ich bin immer froh. Wenn man verloren hat, ich bin nicht froh. Ich habe oft genug verloren und habe so viele Rückschläge wegstecken müssen. Schauen Sie, es ist bezeichnend. Wir haben heute das dritte Spiel in der Saison gewonnen. Dreimal hatten wir eine Woche, wo wir trainieren konnten. Zweimal eine kurze, von Sonntag bis Samstag. Da haben wir dreimal gewonnen. Und sonst haben wir nie gewonnen. Das ist keine Ausrede, sondern das ist klar, dass die Jungs, und das hat jeder gesehen, in den Spielen, deshalb haben uns die Zuschauer, Entschuldigung, so unterstützt immer, dass wir wirklich alles gegeben haben. Nur mehr, es hat nicht gereicht, um mehr Spiele zu gewinnen. Auch in der Europa League waren wir eng dran. Und es ist bezeichnend, dass wir drei Spiele gewonnen haben in drei relativ normalen Wochen. Ich freue mich natürlich, dass wir gewonnen haben. Aber mehr nicht. Aber trotzdem nur 14 Punkte. Hannover hat 18. Martin Quast. Mirko, du hast eben gesagt, wir können hier hinten. Du hast eben gesagt, wir können nicht alle Heimspiele gewinnen, völlig klar. Bisher habt ihr die Punkte zu Hause geholt, aber der Blick auf die ersten vier Heimspiele im neuen Jahr muss ja eigentlich dann fast einen schwindelig machen. Bayern, Dortmund, Gladbach, Leverkusen. Wie stellst du dir eine Lösung vor? Also wenn ich mal gucke, heute Dortmund hat glaube ich zu Hause verloren gegen Hertha BSC Berlin. Also warum sollte man Dortmund nicht schlagen können zu Hause? Und auch gegen die anderen Mannschaften haben wir zu Hause in Hannover schon gewonnen und das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass wir besser auftreten, gut auftreten, nicht nur zu Hause, sondern auch auswärts und alles tun, damit die Punkte bei uns bleiben. Das sind die ersten Ansätze und wir werden sicherlich Entscheidungen und Maßnahmen treffen müssen jetzt in der Winterpause, die uns auf einen guten Weg bringen. Gibt es sonst noch Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Ich wünsche Ihnen allen erstmal den Hannoveranern einen guten Nachhauseweg, Ihnen ein schönes Wochenende und eine geruhsame Weihnachtszeit. Schönes Fest.